Hallo und herzlich willkommen zurück zu Garry's Mods, immer noch auf der Hoche mit den Psychopathen Synapsenklatscher. Hallo. Ja, tut mir leid, ich habe heute zu viel Koffein intus. Du bist schon wieder auf Koks. Kann ich gerade ausdrücken. Gut. Kristallschädel waren es noch zwei und irgendeine Essenz. Wir sind ja immer noch auf derselben Hoche mit den Endgegnern, dann haben wir ja in der letzten Folge schon kaputt gemacht. Ich würde aber ganz gerne die zwei Schädel noch dingsen finden. Mit Dingsen. Ich hab jetzt gerade das Wort. Was ist denn hier eigentlich in der 10 drin? Hier geht's doch bestimmt auch irgendwo hin. Ja, warte mal. Ach so, in die 7 kommst du Uni rein. Die 12 Uni. Naja, da müssen wir mal gucken, dass wir da noch irgendwie reinkommen. Ich trau mich nicht hier runter zu gehen. Ich war dort vorhin schon unten. Wo treibst denn du dich schon wieder rum? Ich bin hier in dem Maschinenraum hier, wo wir hier im Kreis gerannt sind und hier gefangen worden. Hier sind Überwachungskameras. Maschinenraum? Hä? Vielleicht sehe ich dich hier irgendwo. Aber das sind. Ach, das bin ich. Ne, das bin ich gar nicht. Dort steht jemand. Wo? Toll, und ich bin nie da. Jetzt war er weg. Jetzt kann ich auch nichts mehr drücken. Oh ja, doch, jetzt. Ich weiß trotzdem nie, wo du bist. Wo du in dem Schacht warst, wo das Vieh rauskam, dort bin ich. Ja, ich weiß aber nie, wo das ist. Dort, wo Raum 14 auch abgebildet ist. Raum 14. Ich war auch gar nicht weit weg. Ich hab mich verlaufen. Nee, stopp! Hinter dir! Geradeaus. Weiter, weiter. Weiter. Nee. Nicht stehen bleiben, weiter. Ach da. Auch in dem Maschinenraum. Hab ich doch gesagt. Als ich vor uns hier die Knöpfe gedrückt habe, um mir die Kamera anzugucken, stand er genau auf dem Bild vor uns einer. Aha. Aber mal gucken. Bleib mal hier stehen. Ja, ja. Und guck dir mal das Bild an. Ja. Ich lufte dort jetzt mal hin. Siehst du mich? Nee. Echt nicht? Nein. Ich stehe nämlich genau vor dieser Kamera. Warte mal. Jetzt. Jetzt sehe ich dich. Cool. Der stand vor uns einer. Der ist aber hier reingegangen. Gut, naja, nee, das ist eigentlich. Was ist denn jetzt mit dir? Scheiße, was ist denn jetzt los? Du bist disconnect? Was hast du denn gemacht? Hier steht Verbindungsversuch zum Server. Okay. Warte mal. Auf was denn? Naja, es lädt hier gerade was. Hä? Was denn? Weißt du, wo ich bin? Wo denn? In einem Kinderland. Na, in diesem komischen Spielzeugdingens. Achso, naja, dann geh dort mal raus. Ja, ja, bin ich gerade. Bin ich schon wieder. Na, du mal Garry's Mod beenden. Ja. Ich schick dir da einfach nochmal eine Einladung. No.
Du musst mir auch schon sagen, wenn du beendet hast, ne? Warte mal. Du da einfach beenden. Ja, ich glaube, du brauchst mir gar keine Einladung schicken. Wie kommst du denn darauf? Naja, weil ich gerade die Einladung von vorher angenommen habe. Aha. Und dann müsstest du ja eigentlich theoretisch am Anfang wieder starten. Genau, das denke ich nämlich auch. Bloß nicht, dass ich jetzt nur noch mal alles alleine machen muss. Das wäre dann erstmal scheiße. Tja. Was bin ich denn jetzt? Ah nee. Ich bin bei diesem komischen Kunden, den wir platt gemacht, oder den du mit der Brechstange platt gemacht hast. So, na dann kommt dort wieder zurückgelaufen. Ach Mensch. So. Ging's hier jetzt raus? Hä? Na, nicht dort, wo es schwarz ist, ne? Nee, nee. Ach nee, warte mal. Du mit deinem, ach Hab nee, ich denn? warte mal, Ach das macht mich völlig hier! fertig. Was? Du mit deinem, ach nee, warte mal, macht mich völlig fertig. Naja, ich muss mich ja erstmal orientieren. Halt, nicht springen. Das geht bei dir. Klatsch gleich. Okay, Beifall. Freue ich mich. Ist gerade an mir vorbeigerannt. Oh, gut. Wo denn? Ach da. Achso, hier gab es ja bloß die Munition. Nee, da kommst du ja nicht weiter. Da kommst du nicht weiter. Weiß ich. Ach nee, Brechstange war es so. Jetzt randaliert er schon wieder. Naja, irgendwo muss ich ja meine Frustration rauslassen. Was waren jetzt? Das war irgendwo bei dir hier. Echt? Ich habe gar nicht gesehen. Ach, das ist, weil du neu zugestoßen bist. Da kommt das jetzt bestimmt nochmal. Des Öfteren. Keine Ahnung. Es sollte mich jedenfalls nicht wundern. Achso. Oh, Endschädel hab ich gefunden. Okay. Was denn das? Spritze. Drogenabhängiger. Ich glaube, ich bin hier irgendwo Wo? in Hamburg City oder sowas. Wo Bahnhof. bist du? Dort, bei dem roten Dings hier. Bei den roten Dings? Ja, du bist hier. Bei Ach da. der Leiche, die dort am, die runterbaumelt. Da war ich gerade. Da liegt eine Spritze. Hey, hier waren wir aber nie. Nee, noch nie. Zumindest kenne ich die Leiche nie. Und hier ist die Spritze. Ha. Hör mal auf, den zu vergewaltigen. Geh kaputt. Ah. Du kommst Was dort ist nicht jetzt weiter, weil kaputt? du in den Schacht hier rauskommst. Was? Von wo wir runtergefallen sind. Genau. Ja. Geht hier nicht weiter. Ach so. Aber auf der anderen Seite hast du einen anderen Schacht, wo du bloß die Munition drin war. So, also in Schädel noch und in Essenz. Ja.
bist dick. Ja, ist ja gut. Weg. Das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Schon wieder völlig am Randalieren hier, ey. Wie bist denn du drauf? Hätte er klappen können. Was hat denn der dir getan? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Da kann sich nicht ins Bett legen. Ja, naja, ach egal. Die 2 geht hier auch nicht auf, komischerweise. Wo bist du denn jetzt? Weitergelaufen. Ja, und wo? Na, weitergelaufen, hier. Ach da. Du weißt doch, du musst dich immer bei mir abmelden. Ich muss gar nicht. So, hier geht das Radio nie. Hier lag die Schrotflinte drinnen. Komm mal hier in den Raum mit dem Pentagramm. Hier. Da. Hinter dir. Geht mal in den Raum rein. Dann? Passiert nicht nur. Nö. Hier waren wir. Geht das hinten nie weiter? Doch eigentlich schon. Nö. Ha? Ich überlege. Aha. Ei, was ist denn jetzt? Ich bin draußen. Draußen? Na, da wo wir angefangen haben. Okay. Wie bist du denn dorthin gekommen? Indem ich die Tür benutzt habe. Oh Mensch, diese Zettel geht mir auf den Sack. Ja, tut mir leid, das war ich. Kann man denn davon da oben runterballern? Nee. Ich glaube nicht, dass es hier draußen irgendwas gibt. Den Schädel von hier draußen haben wir ja eingesammelt. Keine Ahnung.
Na doch, der lag an der Leiche. Den habe ich ja eingesammelt. Gleich am Anfang. Das war bei Folge 1. Musst du dir mal die Videos angucken. Naja. Ich glaube nicht, dass es hier noch irgendwas gibt. Wird bestimmt in irgendeinem Raum sein, wo wir nie reinkommen. Wo ist denn das mit der Säure? Kannst du dich erinnern? Nö. Warte mal. Gefunden. Ach so. Ich gehe jetzt da drunter. Mach mal. Ich glaube zwar nie, dass du da was findest, aber. Mach einfach mal. Und Död. Nö. Und was gefunden? Außer dein Död? Nee, nichts. Was machst denn du? Naja, ich komme gerade wieder Richtung zu dir. Ich bin ja hier beim Endgegner gespawnt. Also hier unten bei der Säure ist definitiv kein Schädel. Naja, aber für irgendwas ist die Säure ja gut. Nur, um Leute zu töten. Nee, ich meine für was ganz anderes. Aber hier liegen bloß haufenweise Leichen rum, aber kein Schädel zu sehen. Ich habe die Puppe vor uns auch dort reingehauen. Mhm. Kamera. Hier liegt eine Melone. Ich habe vor uns ein paar Melonen kaputt gemacht. Ach so. Hier liegt noch eine Melone. Ja.
Hier ist nichts. Ich gehe mal die Leiter hoch. Wo? Ach, wo das Gas oben auf dem Boden war. Aha. Kann mal jemand dem Hund seinen Knochen geben? Dann geht doch raus und stell dich, dein Feind. Just ein Schädel noch und in. Innocence. Genau. Und wo ist die? Und der? Ha? Und wo ist Peters? Wo was ist? Wo beides ist? Keine Ahnung. Warum ist denn das nicht? Das hast du zu wissen. Ja, ja, ist klar. Jetzt. Ach, da wird wieder einer vergewaltigt. Das möchte ich hier nicht stören. Abgefahren, hier geht's. Ich will aber echt mal wissen, was hinter den Türen drin ist, wo du nie reinkommst. Das hab ich, die Frage gab ich mir auch schon. Ne? Weil, wie gesagt, ich habe da so die Befürchtung, dass hinter einer die Essenz ist und hinter der anderen die der Schädel. Könnte sein. Ist nur die Frage, wie dort hinkommen. Ja. Dort. Hast du auch mal an deinen Schädel gedacht? Nein. Da brennt der schon an. Ach, da ist noch nicht durch. Ich hab so eine. Naja. Machen wir weiter. Ach ja. Ich frage mich, ob man hier irgendwas in die Laurengrube reinhauen muss. In die was? In die Laurengrube. Was ist damit? Ob man da was reinhauen muss. Keine Ahnung. Also die Puppe ist es auf jeden Fall nicht. Das hab ich gemacht. Oh.
Vielleicht gehen die Türen doch einfach gar nicht auf. Ich weiß es nicht, aber ich glaub's nie, dass sie nie aufgehen. Achso, hier geht's wieder zum Endgegner. Schon komisch. Na toll. Ich hab gesagt, hier geht's zum Endgegner und jetzt laufe ich dort auch noch genau rein. Ich hab schon einen Frosch im Hals. Tja, ach naja, dann gehen wir jetzt zum Endgegner durch. Na nee. Doch, weil ist nämlich schon wieder soweit. Ja, dann musst du jetzt warten, bis ich oben bin. So. Wo du sein? Bei der Leiche mit der Axt im Bauch. Okay. Ach da. Ich find's nicht. Warte mal, haben wir eigentlich so eine Essenz unten im Keller gemacht? Ich weiß es nie, aber ich war ja gerade unten. Ich weiß noch nicht mal, wie es dorthin geht. Hä? Ich weiß noch nicht mal, wie es dorthin geht. Warte. Nee, das war's nie. Was auch nie. Das war's auch nie. Nee. Oh, wie bin ich denn dorthin gekommen jetzt? Nee, ich glaube, ich weiß schon, wo es ist. Ich hab's schon gefunden. Aha. Ah, ich bin jetzt nun eigentlich mal bei meinem Herd. Ich glaube, ich weiß, was eine Essenz ist. Was denn? Und zwar der in dem einen Bad, wo die rote Pfütze ist. Ja. Da muss man bestimmt irgendwie irgendwas machen, tun. Ja. Damit das halt abläuft, bestimmt, denke ich. Keine Ahnung. Weg. Nee. Weg. Achso. Wo wir hier eigentlich schon alles abgesucht hatten. Keine Ahnung. Ah, was ist denn jetzt los? Frosch im Hals. Ja, was für ihn.
bezweifle aber, dass hier unten irgendwas. Ja, ich glaub's auch nie. Aber ich wollte trotzdem nochmal unten gucken, weil man weiß ja nie. Na, ich bin gerade unten. Naja. Macht mich fertig. Gut, nee, machen wir jetzt hier. Beenden die zum Endgegner. Ja. Ich bin ja ganz in der Nähe. Nee, bist du nicht. Na doch. Gibt's hier noch irgendwo oben? Aber glaube ich nicht. Nee. Gut. Ja. Geh doch noch nie rein, bitte. Nein. Break Room. Also irgendwas ist nicht aktiviert. Da fällt ja die eine Essenz. Oh hier, Gesundheit für mich. Gut, egal. Gehen wir los. Ja, eine Essenz und ein Schädel fehlt. Naja, bei dem Schädel hier, steht da hier, ist yes. No? Break Room unlocked, yes. Okay. So. Darunter aber fällt Break wirklich Room eine... Bonus. Unlock it, no. Also nicht entsperrt, weil halt eben die Essenz fehlt. Oder man braucht Betas, um es zu beenden. Also Gott, wieder keine Busen. So, wollen wir jetzt... Chapter 2? No, das heißt Island Chapter 2. Oder hier Break Room. Was ist ein Break Room? Weiß ich nicht, deswegen frage ich dich ja. Ich auch nie. Ja, aber wenn wir jetzt so Chapter 1 gemacht haben, können wir jetzt so Chapter 2 machen. Sicher, wollen wir nicht doch lieber Break Room machen? Weißt du was, ich habe eine Idee. Wir machen hier Folgenpause, weil das ist jetzt, das müssten schon 40 Minuten sein, ich glaube. Naja. Und da werden wir uns dann für die nächste Folge dann entscheiden. No, no. Machen wir dann Schnick, Schnack, Schnuck. Genau, so sieht's aus. Gut, na dann, liebe Zuschauer, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und... Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Du meinst eher eine schöne Nacht. Redest du jetzt in meine Endmo rein, oder was? Ja.
Spinnsbohr. Bisschen Leierbrunnen. Gut, ja. Tschüssi dann, ne? Ciao, ciao.